Hallo, Hallo. spreche ich mit Audi? Ja. Guten Tag, mein Name ist Alex. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an, Herr Audi, weil ich sehe, Sie haben Interesse an Bitcoin, ja? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? So ist besser. Ja, so ist viel besser. Vielen Dank. Gerne. Herr Audi, ich bin der Finanzberater vom Finanzmarkt. Ich sehe, dass Sie haben Interesse an Bitcoin, ja? Ja. Ja, also ich bin da, um Ihnen zu helfen, dass Sie Ihr Handelskonto aktivieren und Ihr Handeln beginnen. Ja, mit wem wollten Sie sprechen? Also, wie ist Ihr Name? Darf ich wissen? Ja, hier wohnen vier Leute, darum wollte ich nur fragen, mit wem Sie sprechen möchten. Ich wollte gerne mit Hodi Sackschweiß Holy sprechen. Mac Sackschweiß, ja, das bin ich. Ja, Sie sind doch. Ja, Ja. sehr gut. Also, ich sehe Ihre Anmeldung. Sie haben gestern sich angemeldet über Online-Handelssystem und Interesse bei Bitcoin gezeigt. Ich wollte mir das mal Also, angucken. sehr gut. Okay, ich bin da, um Ihnen zu helfen, dass Sie die Klasse. Aktivierung machen und Ihr Handeln beginnen mit automatischem Handelssystem. Das Darf ich ist wissen? so nett, dass Sie mir da helfen. Ja, darf ich wissen, haben Sie Erfahrung über Online-Handel oder Sie sind neu, Ich ganz bin neu? da ganz neu. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Also noch nie was gemacht. Also ich habe nur, weil das ist ja immer im Internet, dass diese Bitcoin-Dinger jetzt so wahnsinnig viel Geld wert Ja, sind. ja, Und ich wollte einfach ja. mal gucken, ob ich da vielleicht auch, weil ich habe geerbt vor einem Jahr, ob ich da ein bisschen was investieren kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert. Jetzt erkläre ich Ihnen, wie es funktioniert. Sie Klasse. bekommen von uns einen Roboter und der Roboter Ein macht für Roboter? alles für Sie. Ja, Sowas ein wie Roboter. Alexa? Was meinen Sie wie Alexa? Na, von Amazon gibt es doch diese Alexa, wo man dann sagen kann, Alexa, mach die Kinderdisco an und so. Okay, also, Oder Alexa, nein, das schalt ist auf ein die Roboter. Videokamera. Das ist ein so wie ein Robothändler, Robotbroker. Also, das ist eine Applikation. Sie bekommen diese Applikation in Ihrem Handy oder in Ihrem Computer und Toll. es läuft automatisch los durch diese Applikation. Sie können Ihre Auszahlungen machen, Anzahlungen machen, Sie können dort Ihre Gewinne schauen und Ihre Gewinne soll auf jeden Fall, also jeden Tag zu hoch gehen. Weil, als ich gesagt habe, Sie brauchen nicht mit Broker telefonieren, nicht so etwas machen, sonst Ja. es geht um automatisches Handelssystem und es geht automatisch los. Auf jeden Fall, Sie bekommen die Unterstützung von unserer Kontoexperte, von unserer Kontoprofessionelle, damit, wenn Sie etwas Fragen haben, damit Sie etwas machen möchten, unsere Toll. Professionelle helfen Ihnen, dass Sie das machen, damit Sie erfolgreiche Handeln weitermachen kann. Finde ich Und klasse. ja, sehr gut, dass es Ihnen gefällt. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, dass Sie Schritt für Schritt die Aktivierung machen. Ja. Auch Sie sind neu in unserem Handelsplattform, wollte ich Sie gerne sagen, dass Sie haben Möglichkeit von uns Bonusgeld bekommen. Der Bonusgeld ist als $200, damit Sie Ihre Handeln beginnen können. Also Dollar? unsere jede, ja Dollar, US-Dollar. Also Ha, ich unsere habe aber jede nur neue Kunde. Euro. Ja, sehr gut, wir können das wechseln auf Euro, es ist gar kein Ach Problem. so. Es wird automatisch verändert mit Euro. So. Ach so. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ja, okay. Machen Sie keine Sorge, ich helfe Ihnen Schritt zu Schritt, dass Sie die Aktivierung machen, Herr Hodi. Darf ich wissen, haben Sie einen Computer bei Ihnen? Ja, ich habe mehrere Computer. Ja, sehr gut. Könnten Sie bitte Ihre Google öffnen, damit ich Ihnen Schritt zu Schritt helfen kann, dass Sie die Aktivierung machen? Ja, da muss ich aber erstmal den Computer anmachen. Kleinen Moment bitte. Ja, bitte, ich warte Ihnen. Von wo aus rufen Sie denn an? Ich rufe Sie von Österreich. Von Also Österreich? wir sind eine deutsche Organisation. Wir haben unsere Filiale in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Der Hauptsitz in Deutschland. Und wegen der Pandemie ist es zurzeit Homeoffice, aber ich bin gerade in unserem Office. Und wir Oh. arbeiten mit deutschsprachigen Ländern. Darf Ach ich so. wissen, als was arbeiten Sie? Was sind Sie vom Beruf, Herr Audi? Nochmal, was war die Frage? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Schweinebauer. Bauer? Ja, Schweinebauer. Wir Ja. züchten Schweine. Ja, okay. Interessantes Beruf. Ja, das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Man hat mit vielen Schweinen immer zu Ja. tun. Schweinebauer. Ja, Schweinebauer nennt sich das. Ja, okay. Mögen Sie Schweine? Ja, ich kenne Schweine. Nee, ob Sie die mögen, war die Frage. Entschuldigung. Mögen Sie Schweine? Fragezeichen. Ja, also Klasse. meinen Sie Tier? Ja, meinen Sie Tier, ja? Ja, natürlich, die sind total lecker. Vor allem, wenn wir haben die halt zur Hand aufgezüchtet, ne, und wir schlachten auch selber.
Ja. Eigentlich, ich mag Tier. Nicht nur Essen, sondern einfach Tier mag ich. Na, wir haben Tier auch, sind ja, also wenn Sie Tier mögen, ja, ich habe auch, wir haben auch Hausschweine. Vielleicht können Sie da eins kriegen von. Ja. Ich mag Schweine und nicht nur Schweine, sondern Tier sind ja Freunde von Leuten. Ja, das stimmt. Mögen Sie auch Hühner? Entschuldigung? Mögen Sie auch Hühner? Huhn? Chicken? Hühner, yes. Ja, toll. Ja. Wir haben auch Hühner. Ja, sehr gut. Okay, darf ich wissen, haben Sie Ihre Computer schon an? Ja, klar. Okay, dann öffnen Sie bitte Ihre Google. Google, einen Moment. So, Google ist offen. Okay, Sie sind im Google. Jetzt buchstabiere ich. Ja, sehr gut. Ich buchstabiere Ihnen unsere Webseite jetzt. Mhm. Schreiben Sie bitte im Google P wie Paula. Paula. R wie Richard. Richard. O wie Olaf. Olaf. F wie Frankreich. Sie haben ja sehr interessante Buchstabiertafeln in Österreich. Gut. Also F wie Frankreich haben Sie geschrieben? Ja. Dann I wie Inessa. Inessa, das ist ja auch ein toller Name. Ja. Ja. T wie Theodor. Theodor. S wie Siegfried. Siegfried. T wie Theodor. Theodor. R wie Richard. Russland. A wie Anton. Anton. D wie Deutschland. Deutschland. E wie England. Ja. Und .com machen Sie. .com. So, gehen Sie bitte an diese Seite und sagen Sie mir bitte, ob was sehen Sie jetzt. Ja, aber das lädt gerade noch. Moment bitte. Da ist ein Bär. Ist das der russische Bär? Ja, okay. Oben sehen Sie Login. Da steht Einloggen. Ja, Einloggen. Okay, dann drücken Sie bitte Einloggen. Mhm. Sie sollen eine E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort, ja? Ja. Also Ihre E-Mail-Adresse ist bigdickdimitri@gmail.com, ja? Bigdickdimitri? Ja, @gmail.com. Ja, das ist eigentlich die E-Mail-Adresse von meinem Freund, aber die kann ich auch benutzen. Ja, okay, dann benutzen Sie bitte das. Schreiben Sie bigdickdimitri@gmail.com. Oh, hier kommt gerade so eine Support-Anfrage. Soll ich das annehmen? Entschuldigung? Da kommt gerade so eine Anfrage, so ein Chatfenster. Nein, lassen Sie einfach so. Einfach schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, also diese E-Mail-Adresse. Und ich gebe Ihnen einmalige Passwort. Später nach der Aktivierung, Sie können das ändern. Ach so. Ich habe jetzt mal meinen Namen geschrieben. Vielleicht kann die Frau ja auch noch was tun. Was war jetzt das Passwort? Also am Passwort schreiben Sie ABC123, zusammen kleine Buchstaben. Das ist aber kein sicheres Passwort. Ja, deswegen sage ich Ihnen, ich gebe Ihnen für einmalige, nach der Aktivierung, Sie können ein sicheres Passwort entscheiden und festlegen. Nun gut. Okay, dann schreiben Sie bitte ABC123 und klicken Sie bitte Eintritt. Eintritt? Jawohl. Habe ich gemacht. Okay, was sehen Sie jetzt? Da steht Hodimek Sackschweiß und Kontostandinformation. Ja, okay, sehr gut. Rollen Sie bitte unten. Sehen Sie dort Platz, wo Sie Ihre Adresse runterholen? Ja, gehen Sie bitte runter. Sie sollen. Da musst du mich aber noch ein bisschen heiß machen, wenn ich das jetzt hier am Telefon machen soll. Ich bin gar nicht in Stimmung. Entschuldigung? Ja, ist so. Du musst mich ja erstmal ein bisschen antören. Anzahlen meinen Sie? Ja, natürlich. Ja, wir machen das zusammen Schritt zu Schritt. Aber wie funktioniert denn das überhaupt? Ich kann da jetzt nicht einfach Geld überweisen. Müssten mir mal erzählen, wie das funktioniert. Also, als ich erzählt habe, es geht um automatisches Handelssystem. Ihre Interessen sind ein Kryptowährungen und mit Bitcoin. Ja, ich wollte Dogecoin wollte ich haben. Ich mag Doggy-Style. Möchten Sie auch mit Dogecoin handeln? Ja, klar. Sehr gut. Ja, Dogecoin ist auch heutzutage mehr eine gute Möglichkeit. Habt ihr Dogecoin? Ja, natürlich. Wir arbeiten mit verschiedenen Kryptowährungen, mit Dogecoin, mit Bitcoin, mit YuanPay. Auch wollte ich gerne Bescheid sagen, dass der bessere drei Kryptowährungen sind, der Dogecoin, der chinesische YuanPay und der Bitcoin. Weil die gehen jeden Tag zu hoch und die Leute kriegen von dem mehr Profit.
Auch wollte ich Ihnen sagen, dass es geht um automatisches Handelssystem. Beim automatisch, Sie brauchen nichts machen, weil einmal automatisch, Sie bekommen eine Applikation von uns. Durch was diese Applikation. Applikation, ein Programm. Uralter Ziegenbock. Was? Ein Applikation. Wie haben Sie mich gerade genannt? Eunuch im Neoprenanzug? Applikation. Das ist aber nicht sehr nett, wenn Sie sowas zu mir sagen. Ich habe Ihnen nicht so was Schlechtes gesagt, aber ich habe gesagt, Sie bekommen von uns Applikation. Du hast mich gerade voll beleidigt. Warum machst du sowas? Ich habe Ihnen nicht gesagt. Doch. Nein. Du hast schwul zu mir gesagt. Was habe ich Ihnen gesagt? Schwul. Ich habe Ihnen nicht schwul gesagt. Doch. Nein. Warum machst denn du sowas? Ich dachte, wir sind Freunde. Doch, ich habe Ihnen freundlich, mit Ihnen freundlich gesprochen. Ich habe Ihnen gar nichts traurig. Machen Sie keine Sorge, ich habe Ihnen gar nichts gesagt. Ey, wer bist du? Mit wem spreche ich? Wie redest du mit meinem Mann, Blöd? Entschuldigung? Wie redest du mit meinem Mann? Warum sagst du schwul zu ihm? Vor Dimitri haben sie Angst. Diese Figur, das ertrage ich einfach nicht, das hier eine halbe Stunde mit solchen Quatschköpfen.